Koppelmann. Damit wir aus dieser Geschichte wieder heile rauskommen. Ja gut, dann lass uns aufbrechen, um keine weitere Zeit zu verlieren. Yo Leute, nach diesem epischen Intro, was ihr jetzt gerade gesehen habt, geht es jetzt wieder los in diesem vergruselten Wald, den ihr hier schon wieder seht. Wir laden euch auch heute wieder ein, mit uns herauszufinden, was in diesem Gruselwald ist, was uns erwartet und... Keine Ahnung, ob ihr... Und damit erstmal herzlich willkommen zu dem Halloween Special 2024. Paranormal Activity Halloween Special geht wieder los. Wir sind wieder im gleichen Wald. Letztes Jahr haben wir ja irgendeine random fucking Sekte gesehen oder was auch immer das war und sind dann aus dem Wald gelaufen. Und da kam Fortsetzung folgt und die Fortsetzung ist jetzt. Genau, wir gehen einfach wieder durch diesen creepy fucking dunklen Wegwald hier. Der Paranormal Activity Halloween Wald. Und damit würde ich sagen, nicht zu lange geschnackt. Wir gehen jetzt einfach los. Wir sind wieder hier, da in diesem wunderbaren Wald. Heute mit kurzen Haaren. Und es wird schon wieder gruselig. Ich bin gespannt, was wird auf uns zukommen. Was ist in diesem Wald? Letztes Mal haben wir komische Lichter gesehen. Und der geile Kameramann Nico hatte die spitzenmäßige Idee, jetzt Taschenlampe anzumachen. Und ja, dann sind wir einfach, haben uns verpisst und hatten jetzt nicht mehr so viel Kontakt. Wir gehen jetzt wieder rein und versuchen diese Menschen wieder zu finden. Das ist eigentlich voll die dumme Idee. Ja, ist doch egal, ey. Weil, Leute, also letztes Mal waren wir zu dritt. Also hatten wir noch einen Kameramann. Habt ihr gesehen, wir standen beide hier am gelabert. Jetzt sind wir alleine. Mal das wieder. Das ist voll die dumme Idee. Das ist voll die Dumme. Ist doch egal, Bro. Also wirklich, ich glaube, das war letztes Mal nur irgendwie, keine Ahnung, von der Party, irgendwelche Besoffenen letztes Jahr. Ja, kennst du, du bist so besoffen, dann stehen wir erstmal in so einem Pinguin-Kreis. Wir stehen da um so eine Grablichtkerze oder so. Hier ist der geile Wald. Es ist heute mega nass und rutschig. Also, keine Ahnung. Keine Ahnung. Einfach mal den Weg filmen. Vielleicht passiert ja irgendwas. Vielleicht kommt ja irgend so ein Wildschwein auf uns zugerannt. Digga, das ist scheiße. Ja, egal. Fürs Video ist das gut. Junge, siehst du, Junge, ist richtig. Das ist, pisst halt echt wie Sau, Leute. Jetzt sieht man es genau. Wenn Licht da ist, dann sieht man es. Seht ihr das? Sieht man das? Das stimmt. Oh, ja. Das ist auch ekelhaft, hier ein bisschen lang zu laufen. Diego hat noch eine Mütze auf. Ich habe meinen leider vergessen. Zum Glück hatte ich wenigstens noch die Jacke. Die Jacke im Hintergrund. Jetzt hören wir noch die Autos, aber je weiter wir reingehen, desto fucking isolierter werden wir. Und hier. Nein, Digga. Alter, ist voll warm.
Und hier beginnt jetzt eigentlich so hauptsächlich der Teil vom Wald. Hier fangen die Stämme an. Da vorne war eigentlich nur so Sträucher, das sieht man aber leider nicht. Das sind noch Bäume, Leute, Bäume. Was ist ein Baum? Ich hab nicht, dass ich Bäume im Wald sehe. Junge! Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, Diego. Wow. Yo. Oh Scheiße, ich bin mit im Spinnnetz. Junge, Fungus, Amungus. Diego, lass die weiter wachsen. Wenn das irgendein Jäger sieht, der tötet uns. Oh, stimmt. Der sagt dann, ihr dürft die Pilze nicht an. Bro. Tiki. Junge, was schreist du denn? Du hast mich voll erschrocken. Ja, das war ein Viech, das war ein Reh, Alter. Das war selten ein Reh. Weißt du, wir haben jetzt schon wieder, was, 3 Uhr morgens? Junge. Wir haben wieder 3 Uhr morgens. Und da ist halt wieder irgendein Scheiß. Psst. Leuch da mal hin. Lass Bro. Ich muss jetzt halt die Reh da wegrennen. Digga, kommt da mal so eine scheiß Reh neben uns hoch oder so, keine Ahnung. Ja, was brütet da halt? Keine Ahnung, brütet seine Eier da aus. Digga, hier sieht man nochmal den Regen, leuchte mal. Das war doch kein Reh. Doch, das war Reh. So hören sich Rehe an. Das hat Bro. Also Junge, das ist ein Monster. Junge. Hier sind Fähnen. Ja, ich will mal gehen, Alter. Digga. Wildschweine. Junge. Ich hab Angst vor Wildschweinen, ich sag's dir. Junge. Ich war das nicht. Ja, hat er mal. Hä? Ja, sei leise, okay? Einfach leise sein, okay? Alter, das ist schon wieder viel zu gruselig, meine werten Damen und Herren. Junge, lauter Pilze! Ja, Diego, wir sind aber hier nicht bei Pilz-Activity. Also wir ändern das Video und heute wir gehen Pilze suchen. Also, herzlich willkommen, Leute, zur ersten Folge von wir gehen Pilze suchen, in der Nacht. Illegal Trespassing. Da dürfen wir nicht rein. Wieso? Weil da nicht kaputt ist. Seht ihr diesen Boden, Alter? Es ist so geil, wie matschig dieser Boden ist. Was war das schon wieder? Ich höre die ganze Zeit. Ja, wir sind im Wald. Du wirst nicht glauben, hier gibt es mehr als ein Viech. Nein. Also doch, aber das ist doch kein Viech, was hier die ganze Zeit um unseren Arsch klebt. Ja, doch. Vielleicht schon. Glaubst du, irgendein Mensch, der denkt sich so, heute, der hockt sich dann bei Regen in dieses geile Wetter und wartet dann so, jetzt kommen Menschen, ne? So, das ist Nico Stieber. Wir haben jetzt ein bisschen die, du kannst mir nicht erzählen, dass da ein scheiß Viech ist. Entschuldigung. Das chillt jetzt seit 10 Minuten an der gleichen Stelle, aber geht um. Ja, das brütet da seine Eier aus. Ein Reh legt keine Eier. Ja, sag das mal dem Reh. Also es ist schon mal jetzt hier, siehst du das in der Kamera, wie diese Tropfen, ne? Schon echt asozial. Yeah. Ja, Digga, du Vogel. Hier, lass mal gucken, jetzt geht der dahin, ich glaube, ich spinne. Ja, sieh ja. Wenn das Handy runterfällt, dann ist es kaputt. Also wir sind jetzt ein bisschen weiter gelaufen. Ich glaube, Diego hatte recht mit seinem Reh. Ich habe mir schon gedacht, vielleicht ist es Spooky Geist. Ja, aber das können ja die Jäger dann in die Kommentare schreiben. Das können ja die Jäger so zum Beispiel. Wir können dann sagen, nee, es war ich oder... Es war ich oder das war sagen, das, was ich gerade geschossen habe und noch davor weggerannt habe. Ja, genau. Schreibt ihr einfach in die Kommentare. Richtung. Leute, ganz wichtig dazu sagen, wir haben nur einen Akku dabei. Das heißt, wenn wir später raus müssen oder rausrennen müssen, dann wird es ein bisschen... Also wenn wir jetzt... Leute, müsst ihr verstehen, wenn das Licht aus ist, dann gibt's kein Licht, leucht mal nach da hinten. Das ist ein weiter Weg. Und das alles ohne Licht. Und der Nebel kommt langsam. Fuck, Alter. So, und wir sind auch am Ergrenzen unserer Akkus. Ich habe, glaube ich, weniger als 10%. Und der... Scheiße, Alter. Ich finde ihn nie wieder raus. Also, wir sind ja auf einem geraden Weg. Da verirrt man sich ja so schnell nicht. Eda. Wieder gruselig, sage ich euch, Leute. Ich wackel die ganze Zeit. Das machen wir nur für euch. Ist das die Stelle, wo ihr liken und abonnieren könnt? Guck dir mal den Wald an, Digga. Digga, Rehe. Reaktive Rehe. Ja.
Ja, kein Rinder, ey. Oder so Hirsche, weißt du? Ja. Es gibt in Deutschland keine Hirsche. Natürlich gibt es in Deutschland Hirsche. Es gibt keine Hirsche in Deutschland. Nein, doch, natürlich. Hirsch. Hirsch. Jetzt nicht so ein Rentier, Alter. Hirsche gibt's doch nicht, oder? Natürlich gibt's ja Hirsche, die Jäger schießen die Dinger doch. Nee. Ja, und was ist die männliche Version von einem Reh? Auch ein Reh. Nein, doch, das ist doch ein Hirsch. Da kommt man dann nirgends durch, wow. Alter. Bro. Müssen wir ja kriechen. Junge, Alter, müssen wir ja kriechen. Ich sehe von der Seite halt gar nichts. Ist ja Arsch. Alter. Lauf doch nicht weg. Doch. Mit dem Minecraft-Rucksack. Der legendäre. Kennt ihr die Rehe mit den grünen und roten Rucksäcken? Ja. Alter, wo geht's denn da hin? Achso, das ist noch ein... Das war straight neben uns, Bro. Das war direkt neben uns. Wege. So, jetzt ist das Tier weg. Ich bin voll in Schlamm gestiegen. Ja, da ist nix. Also ich seh nix. Digga, das ist direkt irgendwie da drin oder so. Ja. Nee, da ist nix. Das ist ein Vogel, Alter, du Dumbo. Ja, aber der Vogel ist doch nicht da unten. Ne? Doch, vielleicht abgestürzter Vogel. Bodenloser Vogel, dummer Vogel. Digga, da liegt ein Stein. Scheiße. Gruselig. Jo. Hey, da sind schon wieder Pilze. Oh, fuck, Digga. Digga, die Tiere sind heute echt aktiv. Tiere sind heute aktiv, ne? Digga! Junge! Renn, Diego! Lauf! Renn. Leute, wir haben uns wieder beruhigt. Keine Ahnung, was es war. Es ist halt wie immer wahrscheinlich nichts gewesen. Aber was interessant ist, schaut mal auf den Boden. Wir haben das hier. Das ist so, oh. Keine Ahnung, vielleicht haben wir weibliche Rehe hier. Du bist so ein Wichser, ey. Mach mal das mit dem Licht wie letzte Folge. Da haben wir doch so ein Licht zurückgekommen. Stimmt, so ein Morse-Ding. Wir haben Morse-Code gemacht. Das machen wir jetzt einfach diesmal nochmal. Ich muss nur rausfinden, wie man den Arm macht. Warte, achso, so rum, okay. Warte, Nein, du musst die andere Seite drehen, Diego. Du musst die andere Seite drehen. Okay. Wenn jemand SOS kann, dann sagt's mal und sagt, was im Morse-Code abonniert den Kanal heißt. Ich will auch mal. Du musst auch mal? Ja, irgendwie. Du musst auch mal leuchten, ne? Hast du das gemacht? Ich hab geleuchtet. Bro! Oh fuck! Fuck! Oh! Scheiße! Wie geht das Scheißding aus? Junge. Was zum Fick ist das? Was zum Fick? Warte, was passiert hier? Zugelassen. Wo ist Diego hin? Was ist das, Bro? Alter. Junge. Digga, es kommt. Was ist das scheiß Licht? Digga, was war das? Was? Wieso kommen da fucking Lichter? Wieso sind da fucking Lichter, Leute? Was ist das? Oh mein Gott! Alter! Alter, was machst du? Hier mal bitte, ey, mich hat's voll auf die Schnauze gelassen. Junge, Scheiße. Hier mal. Wieso fängt das jetzt ausgerechnet an? Ich bin richtig gut. Fuck, Nico, Alter, du bist arschdreckig. Ich weiß, Mann. Ich hatte da voll den Schau. Guck Junge. Dir mal den Hügel an, Digga. Ich Junge, hab's da voll mitten, wir sind mitten im Wald. Scheiße. Junge, wir müssen raus, du blutest voll. Wir gehen ins Weiter. Nein! Ich hab im Rucksack Tempos. Du blutest voll. Ich hab im Rucksack Tempos. Okay. Scheiße, Digga. Geh mal hoch, wir gehen jetzt mal den scheiß Hang hoch. Junge, ich rutsche. Da war schon wieder irgendwas, oder?
Ich rutsche hier runter, ich breche mir hier alle Knochen. Ja, aber schon wieder. Seht ihr, wie steil die Scheiße ist? Komm. Ja, ich komme mal kurz die Kamera, Alter. Wieso filmst du auf einmal andersrum? Alter. Oh mein Gott. Junge. Kommst du? Ja, was waren das für Lichter? Komm. Also, jetzt glaube ich, wissen wir da vorne, oder? Wo sind wir rausgekommen? Wir sind irgendwo da hinten, glaube ich, reingerannt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Digga, ich. Das ist halt echt. Ich sehe aus, als hätte ich gerade Wrestling gegen Donald Trump verloren. Es ist brutal, Alter. Es tut gar nicht weh. Es tut nichts weh. Es kann mir ändern. Digga. Ohne Scheiß. Wollen wir. Digga, du brauchst Hilfe, Alter. Du blutest. Ja, ich hab Tempos hinten drin. Ja, lass kurz einen Break machen und dann. Warte mal. Ja. Bro, guck mal her. Was ist das? Digga, was hängt da am Baum? Ja, Nico, das ist ein Strick. Digga. Nein, Mann, das ist ein komm mit, ich will gucken. Nein, ich will da nicht. Komm. Da hängt Stricke, Alter. Und ja, und? Ja, und? Komm jetzt mal, ich will gucken. Sogar zwei. Digga, das ist eine Pumpe. Was war das? Bro, wir gehen nicht mehr. Das kam aus der Richtung. Wir gehen jetzt da rein. Nein, wir gehen jetzt in die Richtung, Bro. Digga, wir gehen jetzt in die Richtung. Das scheiß Ding hang mal von da hinten, Alter. Wir gehen jetzt hier lang, Bro. Wir gehen jetzt hier lang. Grabkerzen waren das und du willst das. Bro, hast du dieses Husten, Niesen oder was auch immer das gerade war? Das war kein Tier mehr, das war ein Mensch, Bro. Das war ein Mensch. Und du willst jetzt da zurückgehen. Du willst tiefer. Da ist. Hast du schon ein Geräusch von da gehört? Nee, aber da geht's nur tiefer im Wald. Digga, wir gehen jetzt in diese Scheißrichtung. Ich hab keinen Bock, dass ich da hinten aufgegessen werde. Wenn da jetzt noch mehr sind. Dann gehen wir von mir aus in die Richtung. Aber jetzt erstmal gehen wir in die. Ja, und das merken wir dann, wenn wir auf deren Teller hocken. Dann merken wir. Wir gehen jetzt erst in die Richtung. Vielleicht kommt da hinten ja noch mal ein Weg, wo wir raus können. Ja. Wir waren hier noch nie. Da hängen zwei Stricken. Ja. Zwei Stricken. Bro, es ist Halloween. Vielleicht wird sich da irgendwer einen schlechten Witz erlauben. Vielleicht denkt sich so, haha, hier gehen noch Vorspiele Spaziergänge lang. Wir machen das einfach mal. Genau, die Kerzen, die brannten jetzt nicht so lang. Die waren jetzt irgendwie noch gut hell. Grabkerzen brennen gut. Ja, aber komm, Alter. Wir gehen jetzt in die Richtung, Bro. Ich hab keinen Bock, zu diesem Niesding da zurückzugehen, Digga. Ja, ich hab keinen Bock, jetzt hier irgendwie aufgehangen zu werden. Deswegen gehen wir jetzt erstmal weg, aber wir machen jetzt erstmal kurz eine Pause. Weil ich will kurz, ich muss Punkt wegmachen, so gut es geht. Also Leute, ich seh aus, Digga. Wir machen jetzt mal kurz ein Ding, eine kurze Pause. Ich versuch, das Blut so gut es geht wegzumachen. Du siehst aus wie der Zugo. Ich seh aus wie der Zugo. Ich versuch kurz ein bisschen das Blut wegzumachen. Und danach sehen wir uns wieder. Bis gleich. Also Leute, ich habe die Nase geputzt, ja, man sieht nichts mehr. Wir haben ja auf jeden Fall eine Ruine gefunden, was ich hier geklappt habe. Alter. Sonst keine Ruinen. Das ist krass. Fuck, Alter. Nico, da ist ein Licht. Da ist ein Licht, Nico, schnell. Fuck. Warte. Wo ist mein Leuchten? Ich sehe nichts. Oh, Scheiße. Fuck, da komme ich. Fuck, ich hoffe, das sind nicht die von vorne.